So, ich hätte gesagt, dass ich noch kurz was zum Modellbegriff sagen wollte. Das ist eigentlich, also Sie müssen den Modellbegriff jetzt nicht komplett verstehen, aber vielleicht trägt es insgesamt zum Verständnis der ganzen Sachen bei, warum man das macht und was dahinter steht. Ich gehe nochmal zur Aussagenlogik zurück. Da kann man, da hat man auch einen Modellbegriff, das ist aber ein ganz anderer. Im gewissen Sinne aber dann wieder doch nicht. Wir hatten Folgendes gemacht. Wir haben uns Aussagen angeschaut, von denen wir zum Beispiel wissen wollten, ob sie Tautologien sind. Ich schreibe jetzt mal irgendeinen Nonsens hin. Und haben das gemacht, indem wir uns Wahrheitstafeln angeschaut haben. Wir haben also hier in eine Tabelle alle Variablen geschrieben, die überhaupt vorkommen können in so einer Aussage. Und haben dann diese Dinger hier mit allen möglichen Werten belegt. Und haben jeweils geguckt, was hier so rauskommen kann. Das muss ich erstmal überlegen, ob überprüfen, ob hier was Sinnvolles rauskommt. P und Q ist falsch in diesem Fall. Also ist auf jeden Fall die ganze Implikation wahr. Weil wenn hier was Falsches steht, ist ja egal, was hier hinten steht. Also das ganze Ding wäre nach unserer Wahrheitstafel wahr. Wir haben sowas hier vorne, eine Belegung genannt. Das habe ich mal, ich weiß gar nicht, ob das im Skript steht, aber ich habe das mal nebenbei erwähnt. Eine Belegung ist ja auch im Prinzip klar, wie das gemeint ist. Eine Belegung ist etwas, was jeder dieser Variablen einen Wert zuordnet. Sie könnten also im Prinzip eine Belegung so hinschreiben, dass Sie sagen, ja, da muss man sich jetzt irgendeine schicke Schreibweise für überlegen. Sagen wir mal, P ist gleich 0, Q ist gleich 0 und R ist gleich 1. Das wäre so eine Belegung. Und jetzt geben wir diesem Ding irgendeinen Namen. Das ist die Belegung 1. Das soll dieses Ding hier sein. Dann könnte man jetzt darüber reden und sagen, wenn ich die Belegung 1 wähle, dann wird diese Formel hier wahr. Jetzt muss ich der Formel auch noch einen Namen geben, damit wir nicht so viel schreiben müssen. Die Formel nenne ich mal Phi. Dieses ganze Ding hier. Ich würde dann schreiben, das ist so eine übliche Schreibweise, die Sie sich jetzt nicht merken müssen. Man würde sagen, unter der Belegung B1 wird die Formel Phi wahr. Dafür nimmt man dieses Symbol hier. Also wenn man das groß schreiben würde, ein senkrechter Strich und zwei waagerechte Striche. Und das bedeutet, im Englischen liest man das auch Models. Also man sagt, B1 ist ein Modell für Phi. Ja? Also das bedeutet, wenn ich die Belegung so wähle, dann finde ich ein Beispiel dafür, wie man diese Aussage wahr machen kann. Oder Sie können es auch so lesen, dass Sie sagen, diese Belegung zeigt, dass diese Formel erfüllbar ist. Wir können das aber vielleicht auch so hinbekommen, dass das Ding hier kaputt geht. Ich weiß jetzt nicht, wie das in diesem konkreten Fall ist, aber wenn wir eine Belegung finden, die nennen wir jetzt mal B7 zum Beispiel, bei der als Wahrheitswert hier 0 rauskäme, in diesem Fall wird das wahrscheinlich gar nicht gelingen, aber man könnte sich das ja vielleicht vorstellen, dann würden wir natürlich sowas hier schreiben und würden das Ding einfach durchstreichen. Also in diesem Fall wäre die Belegung kein Modell für diese Formel. Und das, was wir als Tautologie bezeichnet haben, Tautologien, das sind welche, bei denen bei jeder Belegung der Satz, diese Belegung ist ein Modell für Phi wahr ist. Das schreibt man dann im Allgemeinen so, das ist auch nur eine, einfach so eine Schreibweise-Konvention, dass man die Modelle hier vorne ganz weglässt und einfach nur das schreibt. Also man schreibt einfach nur dieses Ding davor und dann hier die Formel hin. Das ist also sozusagen eine Abkürzung für Phi ist eine Tautologie. Und das ist zu lesen als, was immer ich hier vorne für eine Belegung hinschreibe, es ist immer ein Modell dafür. Jedes denkbare Modell erfüllt Phi. So, das ist die Situation in der Aussagenlogik. Ich habe also so eine bestimmte Vorstellung dafür, was ein Modell ist. Ich kann sagen, wann etwas das erfüllt, das nenne ich Modell, und wann etwas kein Modell ist. Und ich kann sagen, ich habe so diesen Begriff der Tautologie. Das bedeutet, welches Modell auch immer ich wähle, es passt. Und wir haben auch ein Verfahren gehabt, das hatte ich am Anfang gesagt, das Verfahren der Wahrheitstafel, um das hier zu überprüfen. Und Sie entsinnen sich, das ist einerseits ziemlich viel Arbeit, weil der Aufwand exponentiell ansteigt, bei 3, 2 hoch 3, bei 4, 2 hoch 4, bei 10, 2 hoch 10, das wächst ziemlich schnell. Aber zumindest kann man das machen, man weiß, was man tun muss. Es kann zwar eventuell sehr lange dauern, es gibt aber ein ganz klares Verfahren, nach dem man hier vorgeht.
Was bedeutet oder wie würde ein Modellbegriff aussehen für die Prädikatenlogik? Der ist wesentlich komplizierter. Der Modellbegriff für die Prädikatenlogik bedeutet, ich brauche erstmal sowas wie eine Welt. Ich hatte Ihnen ja vorhin so eine hingemalt. Ja? Nur, was ist eine Welt, die okay ist für die Prädikatenlogik und was nicht? Und wie ist das dann zu interpretieren? Also in der Prädikatenlogik haben Sie dann solche Dinge wie Px und Qy und von mir aus Rxy. Unter welcher Bedingung ist dieses Ding hier wahr und unter welcher ist es falsch? Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben zum Beispiel eine Welt, wo Sie hier ein Dreieck A haben und hier haben Sie ein Viereck B und hier haben Sie einen Kreis C und hier haben Sie nochmal ein Viereck D. Und jetzt können Sie sich überlegen, je nachdem, was das hier bedeutet, wenn ich zum Beispiel setze, x soll sein A und y soll sein D, dann wird das, was hier steht, insgesamt eine wahre Aussage, 1. Wenn ich aber setzen würde für x den Wert b und für y den Wert c, dann wird das eine falsche Aussage. Ja, sowas haben wir ja eben gerade gemacht. Also je nachdem, welche Werte wir hier einsetzen, können wir so ein Ding wahr oder falsch machen. Und dann würde man auch wieder sagen, so ein Ding hier würde man im prädikatenlogischen Sinne eine Belegung nennen. Oder man würde sagen, wenn es wahr ist, ist dieses Ding hier ein Modell für die Formel. Also hier würde ich sagen, dem Ding müsste ich jetzt wieder irgendeinen Namen geben. B1 ist ein Modell für die Formel Phi. Ja? Wobei jetzt Modell ein wesentlich komplizierterer Begriff ist. Das ist sowas wie so eine kleine Welt, in der für die einzelnen Individuenvariablen Dinge drin sein müssen, die ich dafür einsetzen kann. Und ich muss mich für spezielle Belegungen, wenn ich das so nennen möchte, entschieden haben. Ich muss mich entschieden haben, dass in diesem speziellen Fall x a sein soll, y gleich d sein soll und so weiter. Ja? Dann habe ich auch so wieder was wie einen Modellbegriff. Und jetzt kommen die Quantoren rein. Und jetzt muss ich mir überlegen, was soll das eigentlich bedeuten für alle x? Das bedeutet in einer speziellen Welt, das können Sie sich jetzt, glaube ich, schon überlegen, egal wie ich diese Belegungen wähle, die Aussage immer wahr ist. Das ist ja genau das, was wir eben durchgespielt haben. Wir haben eine Welt und haben verschiedene Belegungen durchgespielt, und zwar alle, die man überhaupt wählen kann. Wir haben zum Beispiel für x alles eingesetzt, was man überhaupt einsetzen kann. A, B, C, D. Und wir haben für Y, würden wir dann machen, auch alles einsetzen, was man einsetzen kann. A, B, C, D. Dann haben Sie aber insgesamt schon 16 Sachen, die Sie probieren müssen, weil Sie ja alle Kombinationen von X und Y probieren müssen. Ja? Und jetzt kommt die eigentliche Schwierigkeit bei der Prädikatenlogik. Bei der Aussagenlogik haben wir ein Verfahren, das eventuell ziemlich viel Arbeit ist, aber was einen klaren Anfang und ein klares Ende hat. Sie schreiben eine Tabelle hin, Sie machen Ihre Wahrheitstafel und wenn Sie bis zum Ende durch sind, wissen Sie dann spätestens, ob es eine Tautologie ist oder nicht. Bei der Prädikatenlogik gibt es so ein Verfahren nicht. Die Prädikatenlogik sagt im Prinzip aus, diese Sätze, die hier stehen, wenn man sie Tautologien nennt, müssen in jedem Modell gelten, das man sich vorstellen kann. Also in jeder Welt, die man sich vorstellen kann. Das muss nicht nur, darf nicht nur diese Welt mit 9 Feldern und 4 Figuren sein, sondern das muss genauso gut auch gelten für eine Welt mit 1000 Feldern und 500 Figuren. Und es muss dann später auch zum Beispiel für unendliche Welten gelten. Was ja gerade die Mathematik erst interessant macht. Ja. Das heißt, sowas wie zum Beispiel zu sagen, was im Skript steht, diese Aussage ist eine Tautologie, ist eine ziemlich anmaßende Feststellung, die besagt nämlich, das, was ich hingeschrieben habe, wird unabhängig von der Bedeutung immer gelten, egal welche Welt du dir dafür ausdenkst. Wenn da steht, das ist eine Tautologie, dann gilt das immer. Und wir müssen nicht mal darüber nachdenken, was zum Beispiel rechts von überhaupt bedeutet. Wir können das quasi beliebig mit Bedeutung belegen, der Satz ist trotzdem immer wahr. Also das nur mal so als ganz kleiner Ausflug darüber, wie Prädikatenlogik eigentlich gemeint ist. Wir werden uns damit nicht beschäftigen, obwohl das sehr interessant ist. Für uns geht es eigentlich nur darum, dass wir in der Lage sind, wenn wir solchen Dingen mal begegnen, solche Formeln mit Quantoren zu interpretieren und eventuell später mal, wenn Sie zum Beispiel sowas mit Prolog oder so zu tun haben, dass Sie vielleicht sich daran wieder erinnern und sagen, das sehe ich ja jetzt nicht zum ersten Mal. Im Prinzip verstehe ich diese Denkweise. Mehr Prädikatenlogik machen wir eigentlich gar nicht.